Sawadi Kap und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sawadi Thailand. Genau, das sind wir beide hier nämlich. Heute, ihr habt das schon an den Titel eines Videos gesehen, müssen wir beide der ganzen Thailand-Community mal ein gewisses Geständnis, eine Offenbarung machen. Ne, weil es gibt so Dinge, die sind nicht so, wie sie sind, und das müssen wir heute mal, ja, ich habe es selbst nicht geglaubt, aber wir müssen das mal ins klare Licht rücken, kann man das so sagen? Ich glaube schon, so. Aber zuvor, you're back from Bangkok. Yes. Yeah. How was your trip? Very fun. Very fun. Yes. Ja, das, ja, sie war ja mit ihren Girls in Bangkok und da hat sie fleißig für euch gefilmt. Ich habe das Videomaterial, weil es ist Wochenende, ich habe heute viel Arbeit, schon gesichtet, richtig lustig, und in den nächsten Tagen werde ich das so ein bisschen zurechtschneiden und so weiter und demnächst auf diesen Channel. Tja, warum dieses Video? Ihr habt es ja schon quasi auf dem Titelbild gesehen und das ist jetzt kein Scherzvideo, Leute. Das ist also ganz im Ernst. Also man lernt nie aus im Leben. Also bis vor kurzem dachte ich immer noch, wenn ich so mit einer Partnerin zusammen bin, ich hätte nie gedacht, dass irgendwelche fremden Leute meine Partnerin besser kennen wie ich. Also das hätte ich mir nie träumen lassen. Aber seit ein paar Tagen wurde ich doch eines Besseren belehrt. Wir haben ja letzten Video gemacht über halt Sexualität hier in Thailand. Und nochmal an dieser Stelle gab es einen Kommentar von Peter. Vielen Dank, Peter, dass du mir nochmal diese Augen geöffnet hast. Da wurde ja auch von anderen geantwortet und ich habe dann auch Kommentare erhalten, ob das wirklich stimmt, wo dann der Peter, also das ist ein relativ langes Kommentar von dem Peter gewesen, wo dann irgendwas grob drinne stand, dass ja, er genau wüsste, dass halt Mai ein Ladyboy ist und er genau die Gründe kennt irgendwie, deswegen sie nicht mehr in Laos ist. Also Peter, an dieser Stelle, ich erkläre dir das später nochmal, ich konnte dieses Kommentar leider nur die ersten zwei Sätze lesen, nicht komplett, warum erkläre ich dir gleich noch, deswegen den genauen Inhalt komplett weiß ich gar nicht mehr so. Aber auf jeden Fall war das grob dieser Kern, und Peter, ich danke dir vielmals, dass du mir diese Augen geöffnet hast, und ich weiß jetzt endlich, dass Mai, also sie ist jetzt wirklich, ist kein Scherz, sie ist ein Ladyboy. Und, liebe Thailand-Community, das müssen wir heute mal öffentlich machen. Und wir werden heute das auch checken, die Beweise liefern. Ne, also, das kann man ja nachweisen, definitiv. Ne? Damit ihr auch, sorry, dass wir das nicht so vorher schon geklärt haben, damit ihr da so ein bisschen auch Offenheit von uns habt, weil die meisten Leute, die unsere Videos kennen, kennen ja unsere so, dass wir sehr authentisch sind, und das wollen wir auch definitiv beibehalten. So, also wo kann man denn so checken, ob jetzt eine junge Lady keine richtige Frau ist, sondern ein Ladyboy? So, meistens hört man das ja an den Stimmen, dass die Stimmen so leicht oder zum Gewissen stark vermännlich sind. Wie geht es dir? Mir geht es gut. How are you? I'm good. Ihr könnt schon sehen, also Peter, sehr, sehr männlich. Dann gibt es ja, das checke ich auch gleich nochmal, so ein Indiz. Seht ihr das hier? Ich habe einen Adamsapfel. Ne? Man sagt ja auch nur, manche denken, Männer haben das nur, ist ja Blödsinn. Haben auch die Frauen einen Kehlkopf? Logisch, wäre sonst biologisch ein bisschen doof. Aber bei Männern, durch ihr Testosteron, ist es ganz stark ausgeprägt. What do you have here? I have the same. I cannot see. You go to doctor? Yes. Cut here? Yes, I do that. I share everything already. Ich dachte schon, Peter. Siehst du, da hat sie sich operieren lassen. Wir lassen uns nicht verarschen, wir beide, ne? You can hear my voice. I share everything. Naja. Ja. Jetzt muss ich aber noch eines für mich überprüfen, weil ich habe mir immer die letzten Jahre eingebildet, dass wir intim gewesen sind. Ich glaube, ich habe da Bilder in meinem Kopf. Ich glaube, das habe ich mir alles eingebildet. Ich muss mal kurz was checken. I cut already. Where's your dick? I cut already. You cut? Yes. Oh mein Gott!
Leute, passt bloß auf, wenn ihr hier in Asien eine Dame kennenlernt. Die verarschen euch voll, ne? Selbst ihr hat sie geklappt. Yes. Oh mein Gott. Peter, ich bin so dankbar, dass ich dich habe. Oh, was ist das denn für ein Bild? Tila, what is this for picture? Das ist original. How long time ago? See you, ne? Yes. 5 or 6 years. Yes, so. Yes, so. Okay. Na, das wundert mich. Peter, was ist das denn? Also, lieber Peter, also, klär mich mal auf. Ich dachte immer so, wenn Ladyboy sich künstlichen Busen macht, ist da vorher nichts vorhanden. Aber ich sehe da vorher schon was. Das ist bestimmt Photoshop. Das ist bestimmt Photoshop. Das kann ich nicht glauben. Schon wieder so ein komisches Foto. Was ist das denn? It's you on the picture? Yes. Where are show me? The old photo for me. Das bist du? Yeah. You? Yes. How old are you? Wie alt bist du denn? 9 or 10 years old. Nein. Yes. Also du siehst ja damals schon richtig weiblich aus. But you look girl on this time. Yes. Peter. Yeah, I'm wrong with girl. Also ich bin, sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Peter, was hast du mir da erzählt? Ja, mein lieber Peter. So, jetzt an dieser Stelle. Scherz beiseite. Also es gibt ja echt Kommentare, die sind... Manche Kommentare ärgern mich ein bisschen. Ich bin ja auch nur ein Mensch, aber das fand ich immer nur lustig. Aber Peter, ich muss dir mal eines sagen. Es gibt ja echt Menschen... Damit meine ich dich ja jetzt natürlich nicht. Es gibt ja echt Menschen, die sind hier oben ein bisschen seltsam. Und es gibt ja so manche Menschen, die haben so, was habe ich schon immer mal gesagt? Die meisten Menschen haben sowas, keine gute Selbstwahrnehmung. Und dann gibt es auch noch Menschen, die halt, wie soll ich es ausdrücken? Die dichten in ihren eigenen Leben Sachen zu, die komplett nicht der Realität entsprechen. Ich glaube, die Leute sind ein bisschen... Man kann sagen, crazy oder verrückt. Und dann gibt es noch Menschen, die sehen sich andere Leute an oder teilweise Leute, die sie gar nicht kennen und erfinden da irgendwelchen verrückten Geschichten, die auch nicht der Realität entsprechen. Ich glaube, die Leute haben echt ganz schön einen an der Waffe, so Peter, ne? Und jetzt verrate ich dir auch, warum ich dieses Kommentar nicht zu Ende gelesen habe, wo du dir so eine große Mühe gegeben hast, mein Lieber. Ne, weil vielleicht kannst du die ganze Community einmal verstehen, weil ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr habt morgen Briefkasten bei euch. Vielleicht von irgendeinem Nachbarn anonym. Der ist 2 Seiten lang. Und der beginnt mit einer Geschichte, dass halt auf unserer Welt ganz kleine unsichtbare Wesen existieren. Achonten heißen die. Die dringen aus einer anderen Dimension ein und die kontrollieren die ganze Menschheit. Die sind unsichtbar, die saugen uns Energie ab. Und die kontrollieren auch die ganzen Machthaber. Die haben unsere Welt unter Kontrolle. Und dieser Brief geht 2 Seiten lang. Ich denke mal, die meisten Menschen werden wahrscheinlich die ersten 2 Seiten lesen und das beiseite packen, weil sie so einem Schwachsinn gar keine Zeit und Energie widmen. Leider, Peter, habe ich das auch mit deinem Kommentar gemacht. Und da du nicht das erste Mal in unserer Community kommentiert hast, sondern schon häufiger und eigentlich in jedem Kommentar nie was Positives stand, sondern eher immer nur Kritik und was Negatives, ich glaube, solche Menschen nennt man Hater. Habe ich, glaube ich, schon mal gehört, ich weiß es nicht. Habe ich dieses Mal deinen Kommentar natürlich nicht gelöscht. Ich habe dich nämlich von dem Channel blockiert. Also du kannst es weiter unsere Videos angucken. Und immer schon wieder drüber lachen, wenn ich alleine nur drüber nachdenke, was es so verrückte Menschen gibt. Aber Peter, weißt du was? Dich als Person haben wir jetzt mal so viel Zeit und Energie gewidmet und dir dieses Video geschenkt. Anstatt ich dir deinen Kommentar stehen lassen habe und anstatt ich dir geantwortet habe. Das ist doch auch schon mal einen Wert. In diesem Sinne,
heute ist Sonntag, ich muss gleich wieder arbeiten. Auf dieses Video hatte ich mal Bock. Und ja, schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Das hast du aber fein gesagt, mein lieber Ladyboy. Nein, Mai ist natürlich ein Ordinary Girl. Ne? Gecheckt, wirklich. Und ganz wichtig, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Auch wenn, also ich von meiner Seite, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ich von meiner Seite konnte mir noch nie und ich von meiner Seite, ich könnte mir nicht, jeder andere ist auch vollkommen in Ordnung, irgendetwas mit einem Mann, gibt ja auch Männer, die auf Männer stehen, auch mit einem Mann oder auch mit einem Ladyboy vorstellen, könnte ich einfach nicht. Ist nicht so, is not possible for me, ne? In keinerlei Hinsicht. Aber jedem das seine und glaubt mir, Leute, wenn sie wirklich ein Ladyboy wäre, dann hätten wir das vornherein auf dem Channel kundgetan. Und so, ich sag mal so, es gibt ja einige deutschsprachige YouTuber aus Thailand und es gibt einige, die hier eine Thai-Partnerin haben oder vielleicht aus Laos und YouTube-Videos machen. Aber ein Typ mit Ladyboy, das wäre doch der Knaller. Ey, das würde ich sofort veröffentlichen, weil ich denke mal, dann würde mein YouTube-Channel noch ein bisschen besser laufen. Definitiv. Also, und wenn es so gewesen wäre, wie gesagt, dann kein Problem damit. Aber das Video war mal für dich, Peter. In diesem Sinne auch von mir einen wunderschönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Demnächst gibt es dann, also im nächsten Video gibt es dann quasi ihren Zusammenschnitt vom Your Girl's Day. Ne? Freut euch da schon drauf. Von meiner Stelle gibt es natürlich wie immer noch ein Peace, Love and Rock'n'Roll. Auch für dich, Peter. Daumen da lassen und Peter, du kannst auch gerne einen Daumen nach unten geben, wenn du magst. Da freue ich mich auch drüber. Kommentiert von mir aus gerne. Ciao, mach's gut.